Oh, ich habe nur Muskelkater von gestern und habe echt keine Lust. Aber ich habe Glück, die Anna, die übernimmt meinen Job. Miri war gestern ja eher als Handwerker unterwegs. Ich werde heute mein Verkaufstalent unter Beweis stellen und zwar genau dort. Aber zuallererst muss ich natürlich mal mein Auto parken. Hallo. Ich packe meine Verkaufstasche, eine Katholikentagsmütze, CDs gehen auch immer gut, mit einem Rosenkranz, ein Kerzchen und zu guter Letzt eine Katholikentagstasse. Na, da war ja noch nicht so wichtig, was los in dem Laden. Damit heute Abend die Kasse voll ist, ziehe ich jetzt los. Straßenverkauf heißt das Zauberwort. Und dann wird die Kasse voll. Tücher! Hallo, Katholikentags-Fans! Ich verkaufe Katholikentags-Souvenirs! Schönen guten Tag! Wir sind noch gar nicht im Katholikentags-Outfit. Nein, überhaupt nicht. Möchten Sie auch kein Farben? Dann bekommen Sie von mir einen wunderschönen Katholikentags-Schal. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Katholikentag. Das stört jetzt aber. Ich bin ein Atheist. Ich bin Buddhist. Rosenkranz. Nein. Nein, nein. Ich möchte es nicht. Rot. Nee, Presbyter. Ich brauche nichts. Sicherheit nicht kaufen. Buddhisten, Presbyter, alles in Mannheim, nur keine Katholiken oder wie? Nee. Das jetzt gerade glaube ich nicht. Vielleicht später. Oh, nicht, danke schön. T-Shirt. Nein. Findest du die T-Shirts so hässlich? Ja. Schicke Mütze oder ein T-Shirt? Nee, dann nehme ich sie nicht. Ich bin ein Opfer. Nee, danke, wir haben im Katholiken da nichts zu tun. Na sowas. Rot ist doch genau Ihre Farbe. Rot ist die Farbe roten Spendenschals. Da müssten Sie mir dann schon was spenden. Puh, Feierabend. Das war anstrengend und doch ein wenig frustrierend. Richtig viel verkauft habe ich ja nicht. Miri, morgen bist du wieder dran. Ich fahr heim. Eingepackt haben Sie mich auch noch. Na, super.